Freunde, ein neuer Tag, ein neues Glück. Heißt das so? Neu? Nee, neuer Tag, neues Glück. So, egal. Auf jeden Fall sind wir wieder beim 2 Clash Review angekommen, meine lieben Freunde. Gestern kam ja schon eine Folge, wo ich so ein bisschen spekuliert habe. In der Folge ist nicht allzu viel passiert. Nur, dass wir halt den Konflikt hatten am Ende mit Melina und dass wir gesehen haben, dass der Eisberg in sich zusammenstürzt ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir heute tatsächlich Stegi gesehen. Ich habe es in der letzten Folge angedeutet und gehofft, dass wir ihn sehen. Und wir haben tatsächlich gesehen, denn er ist mit Revi durch den Wald gelaufen, ganz normal. Er sah nicht bedrückt aus und hat sogar Tim erwähnt. Bedeutet, Tim werden wir vielleicht auch wieder sehen, der ist ja halb Cyborg. Das fand ich relativ nice, dass wir den endlich gesehen haben. Ansonsten haben wir Simon gesehen, Unge, der auf dem Baum war. Mal wieder, ich glaube, der war in der ersten oder zweiten Staffel schon mal zu sehen. Auf jeden Fall fand ich das nice, dass Unge wieder da war. Und der hat den Alpha-Stein zugeworfen. Also hat ihm so einen Stein zugeworfen und das war einfach Alpha-Stein. Das sind diese kleinen, aber feinen Insider, die es ausmachen. Und das fand ich persönlich ziemlich nice, weil das einfach wieder eine lustige Situation war. Und ja, man sieht hier so, wie sich in Tube Clash so Personen oder Sachen oder Insider ergeben, die nachher in der echten Welt wirklich so sind. Und das finde ich als Fan, wenn man so sich in der ganzen Szene so übel gut auskennt, dann ist es schon nice, wenn solche Insider kommen. Genau, dann wurde gesagt, was da am Eisberg ist. Denn Revi und Stegi haben darüber geredet, was da so am Eisberg ist. Und da hat er vielleicht eine kleine Melina-Anspielung gemacht, ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall meinte er, haben sie so angedeutet, dass jetzt auf jeden Fall vielleicht die Zeit kommt, dass Stegi und Melina konfrontiert werden müssen langsam. Irgendwie so hatte ich das für mich zumindest angefühlt. Und das heißt, Stegi und komplett Clash Team 2 müsste die ganze Zeit wissen, dass Melina böse geworden ist. Ich meine, es fällt natürlich auch auf, wenn irgendwie ein Clasher fehlt, so sage ich mal. Aber das müsste denen auf jeden Fall aufgefallen sein. Weil in der ersten Folge, ich weiß nicht genau, wer es war, aber hat ja jemand gesagt, du weißt ja, nee, in der zweiten Folge hat ja jemand gesagt, du weißt ja, was mit Melina passiert ist. Von daher passt das eigentlich relativ gut zusammen. Genau, dann sind wir wieder zurückgekommen und haben gesehen, dass Melina sich wirklich den Clash Team 3 angeschlossen hat und relativ normal mit denen rumgeht und ein bisschen mit denen redet und auf jeden Fall nicht mehr aggressiv getrimmt ist. Was ich gut fand, weil ich ja gehofft habe, dass sie sich ein bisschen einfängt und dass sie zusammen versuchen, wirklich das Ganze zu stemmen und zusammen versuchen, das ein bisschen wieder gerade zu biegen. Weil nur als Team kann man, wie gesagt, hier gewinnen, schätze ich. Da haben wir gesehen, dass die Amulette mit blauer Eisenergie vollgetankt werden müssen, weil die sonst nicht wirklich funktionieren oder dass die dann erst mit dieser blauen Eisenergie in diese Vorrichtung gemacht werden müssen, damit das gesamte Eis auf der Insel verschwindet. Und deswegen hat das auch bei, als Melina die reingestopft hat, hat das Ganze auch den Eisberg ausgelöst, so ein bisschen in sich zusammenzubrechen. Und weil Melina nicht der ursprüngliche Besitzer dieser Amulette war. Genau, Melina ist beim Team relativ nett und wollte eigentlich nur die ganze Welt enteisen und sie dachte, okay, ich mach das lieber am liebsten, bevor mir irgendjemand da nicht in die Karten spielt oder bevor mir irgendjemand meinen Plan hier durchkreuzen will, mache ich das alleine. Und da musste sie aus ihrer Sicht natürlich einfach jetzt den Bösewicht spielen, in Anführungsstrichen, und einfach das machen, was sie eigentlich nicht so gehört, aber sie musste es einfach machen. Sie hat keine andere Möglichkeit gesehen, was sie auch völlig verstehen kann. Auf jeden Fall kam man dann zu einem Punkt, wo eine Eiswand da war und sie gesehen haben, yo, hinter dieser Eiswand, als sie halt weiter durch den Eisberg gegangen sind, da ist doch jemand, da sehe ich doch jemanden. Und dann dachte sich Noah nichts Böses und dachte, yo, Energiesammler, mal sehen, wer dahinter ist. Und es war einfach Ju. Ju hat einfach da gewartet und hat dann angefangen zu singen, Melina, ich hab deinen Mantel für dich, diese Parodie, die Ju mal gemacht hat. Das fand ich extrem gut. So was meine ich mit diesen Insidern. Wenn die hier in dieser Serie auftauchen, ist es einfach ein extrem schönes Gefühl, wenn man vor allem die alle kennt. Und das fand ich einen sehr schönen Moment. Da haben wir dann auch mitbekommen, dass Ju und Melina öfter Kontakt haben. Also Melina war jetzt nicht hundertprozentig böse oder nicht hundertprozentig alleine, sondern sie hatte Kontakt mit Ju und noch mit ihrem Helfer, Community Geist, und aber hauptsächlich halt mit Ju als richtigen Menschen so. Das bedeutet, sie war auch nie wirklich ganz verloren, sondern Ju hat wahrscheinlich schon geguckt, dass alles gut ist dabei. Dann gab es den Schnitt und wir sind zu dem Hair-Tutorial-Titan, schweres Wort, gekommen. Da waren nämlich GLP und Paluten und da haben wir schon gemerkt, wie die jetzt langsam miteinander umgehen, dass sich da auf jeden Fall was entwickelt. Sie wollten beide immer noch so spielen, als ob Manu wirklich der
wie nennt man das? Der Böse aus der Sicht von Paluten ist und Paluten der Gefangene ist aus der Sicht von Manu. Aber es hat nicht wirklich geklappt. Die beiden verstehen sich einfach mittlerweile viel besser und man hat auch gesehen, dass die sich so ein bisschen necken, aber so, dass es auf eine lustige Art und Weise ist. Der Paluten hat Klumpi geholt und er hat sich erstmal Paluten darüber aufgeregt, was er eigentlich mit seinem Controller alles machen kann. Und hat Paluten auch seinen Paluten-Controller, seinen selbst gebastelten, rausgeholt. Und da hat man gesehen, dass er auf jeden Fall ein Fanboy ist. Hat Manu auch direkt angemerkt. Also Paluten mochte schon in der Staffel 1 wahrscheinlich dann GLP einfach ziemlich gerne, weswegen er sich so einen eigenen Controller gebaut hat. Das fand ich auch eine süße Szene, hat man wieder gemerkt, was die beiden eigentlich können. Dann wurde Klumpi einfach getötet von Herr Tutorial, der ist nämlich stärker als sie dachten. Dann kam aber Iblali zur Hilfe. Also Victor kam dann mit seiner, ich will es nicht sagen, Fleischpeitsche wollte ich eigentlich nicht sagen, aber mit seiner Würstchenkette kam er dann und hat die beiden da so ein bisschen rausgeholt, hat den Titan so ein bisschen eingekesselt, sag ich mal. Und dann ist Paluten und GLP sind da weggelaufen und währenddessen hat Paluten Freedom gerufen. Was natürlich auch wieder eine Anspielung auf das Minecraft-Format von ihm ist. Und das sind halt die Sachen, die ich einfach liebe. Ich habe es eben schon angesprochen. Diese Insider, davon möchte ich gerne mehr. Und ja, hat mir auf jeden Fall bis dahin schon mal sehr gut gefallen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, dass die langsam Freunde werden. Weil wir da auf jeden Fall mehr gemerkt haben. Als Paluten weggerannt ist, hat er geschrien, kommst du mit, Manuel? Und da hat dann auch GLP einfach gerufen, ich komme, Palette oder sowas. Von daher hat man da gemerkt, dass die beiden auf jeden Fall jetzt schon Freunde sind und in der nächsten Folge, spätestens in der nächsten Folge, werden sie auch die ganze Folge lang Freunde sein. Es wird vielleicht am Anfang noch nicht so heftig sein wie bei GLP und Tadel, aber da wird sich auf jeden Fall was entwickeln und das finde ich gut, weil es ja im echten Leben auch so ist. Genau, und dann gab es noch eine Situation, wo dann später die ganzen Leute draußen waren, also Clash 3 plus Mimi, Melina und Ju. Und da kam dann Stegi dazu und Stegi war ein bisschen pissed, weil ich glaube, weil Stegi gesehen hat, dass Melina sich gut versteht mit Ju und auch allgemein mit den neuen Clashern gut versteht, also gut versteht mit Pan hauptsächlich. Und es muss ein Beef gegeben haben, wahrscheinlich war Stegi einfach sauer, weil Melina abgehauen ist und dann hat sie sich jetzt Ersatz sozusagen gesucht und da hat dann Stegi gesagt, wenn du schon so gerne, wenn ihr schon so gut befreundet seid, als Anspielung auf Melina und Pan, dann macht doch gleich die gleichen Frisuren wie beste Freundinnen. Und das ist auch wieder eine super Anspielung gewesen, weil sie sich ja im echten Leben wirklich die gleichen Frisuren gemacht haben. Also Melina und Pan haben sich ja beide mal die Haare so abrasiert, als Zeichen, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war irgendwas mit der Krebs, Krebskrankheit von irgendeiner Freundin von Melina, ich bin mir nicht ganz sicher leider. Aber das fand ich gut, weil es halt im echten Leben auch wieder so war und wieder eine super Anspielung. Genau, dann habe ich noch aufgeschrieben, dass Horrorkissen angefangen hat einzufrieren und das war so, wow, okay. Da habe ich schon im Hinterkopf gehabt, okay, vielleicht hat sie wieder ein Leben verloren durch den Community Vote und stirbt jetzt einfach oder ist dauerhaft eingefroren und das hat sich dann am Ende auch bewahrheitet, denn sie konnten mit den Energiesammlern, konnten sie nicht retten. Ich weiß nicht, warum sie nicht funktioniert haben, aber sie haben alle drei Energiesammler versucht und Horrorkissen konnte nicht befreit werden und allgemein haben alle wieder laggy gesprochen. Melina hat angefangen zu laggen, Ju hat angefangen zu laggen, ich glaube Stegi auch und es wurde immer schlimmer, die Welt hat sich anscheinend nochmal sehr, sehr doll überladen. Das heißt, irgendwas Großes muss dazugekommen sein oder irgendjemand, irgendetwas, neue Clasher, vielleicht die anderen 7 Clasher, die anscheinend noch fehlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das einfach überladen und am Ende gab es noch eine Endcredit-Scene sozusagen, wo wir die Border gesehen haben, die so ein bisschen gewabbelt und gewackelt hat, als ob da irgendwas durchkommt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe tatsächlich keine Vermutung. Ich wüsste nicht, was da auf uns warten könnte, Freunde. Ich bin gespannt, weil es muss irgendwas extrem Großes sein oder extrem viele Sachen. Oder ich habe absolut keine Ahnung. Aber irgendwas hat die Welt auf jeden Fall zum Überlaufen gebracht, sage ich ganz einfach. Und Horrorkissen ist tot. Sie ist komplett raus. Sie hat das dritte Herz verloren am Ende. Und ja, ich weiß nicht wirklich, was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weil Folge 5 besonders, habt ihr gesagt, soll jetzt richtig interessant werden. Und da freue ich mich tatsächlich jetzt auch am meisten drauf. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und schreibt mal rein, was ihr gedacht habt, ob ihr es gut findet, dass Horrorkissen jetzt schon draußen ist. Und wie gesagt, keine Spoiler bitte, Freunde, aber ich schätze, das wisst ihr an sich. Und ja, eine sehr, sehr schöne Folge. Bis jetzt meine Lieblingsfolge, würde ich sagen, weil wir da am meisten Insider hatten, am meisten Story und es sind einfach spannende Sachen passiert. Und das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder um 12 Uhr auf YouTube, um 17 Uhr auf Twitter und um 18 Uhr hier nochmal auf YouTube, Freunde. Es gibt so viel. Oh.
Gott, Freunde, das ist viel zu viel für mich. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin, Leute, bleibt fresh. Geht nicht zu spät schlafen, ne? Denkt dran, Freunde. Und ja, ciao.